Fangen wir jetzt an mit dem Thema Scheidungsrunde. Ich habe bei mir bei Facebook auf dem Profil, bitte Leute, ich habe bei mir bei Facebook auf dem Profil, habe ich die Frage gestellt, was denkt ihr, warum sich Leute scheiden lassen? Was sind die häufigsten Gründe? Und da wurden, weil wir wollen das analysieren und danach die Sache verhindern. Wir wollen die Scheidungsgründe analysieren, um danach die Scheidungen zu verhindern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da wurden hunderte Kommentare geschrieben, aber im Prinzip, also wenn ich mich recht erinnere, hunderte Kommentare geschrieben, aber im Prinzip hat mich das alles nicht zufriedengestellt. Weil das waren alles Gründe für die Katze, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Mann, der hört nicht zu und die Frau hat dies und der Mann ist vielleicht so und so und so. Aber diese Gründe haben mir eine Sache gezeigt, dass die meisten Ehen auseinandergehen aus entweder aus einem inneren Grund oder aus einem also entweder aus inneren Einflüssen oder äußeren Einflüssen. Entweder aus inneren Einflüssen oder äußeren Einflüssen. Entweder aus Dingen, die vor der Ehe, wo der Fehler schon vor der Ehe passiert oder nach der Ehe passiert. Das sieht man immer. Und in den meisten Fällen kann man es verhindern mit einer Sache, indem man sich vorher richtig informiert über den Partner. Das heißt nicht auf die europäische Art, ich lerne erstmal jemanden 30 Jahre kennen und dann heirate ich ihn und dann bin ich nach einem Jahr wieder geschieden, weil die Scheidungsrate ist auch groß, weil es einfach zu viele äußere Einflüsse gibt, die die Ehe kaputt machen, sondern ich meine auf islamische Art. Und ich gebe euch dort ein Beispiel, wenn ich das sehe, wirklich, und ich sehe das immer wieder, dass ich einfach nicht richtig informiert wird. Ja? Und ich gebe euch da ein Beispiel, ein Bruder, der wollte, der hat nach einer Frau gesucht. Der hat nach einer Frau gesucht. Und da hat er zu dem Bruder gesagt, er soll bei seiner Frau nachfragen. Bei seiner Frau nachfragen, wie Schwester und so weiter, da ist eine Schwester und so weiter, und er soll bestimmte Fragen an sie stellen. Also die Schwester, das heißt die Ehefrau von dem Bruder, also er sagt dem Bruder, dass seine Frau dieser Frau bestimmte Fragen stellen soll. Und da sagt dieser Bruder, der mit der Frau verheiratet ist, die die Fragen stellen soll, soll ich dir nicht ein Bild von ihr geben? Soll ich dir nicht ein Bild von der Frau besorgen? Zum Heiraten, soll ich dir kein Bild besorgen? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, nein, besorgt mir kein Bild. Weil vielleicht sehe ich das Bild und danach entscheide ich nur noch aus meinen Emotionen heraus, weil ich sie vielleicht besonders schön finde, aber sie passt gar nicht zu mir und dann ist die Sache nachher doch geschieden. Weil er sagt, es kann sein, dass ich, wenn ich das Bild sehe, nicht mehr mit meinem rationalen Verstand entscheide, sondern von vornherein nur von meinen Gelüsten her entscheide, weil mir die Frau besonders gut gefällt. Deswegen, ich möchte erstmal bestimmte Informationen über diese Frau haben. Ja? So, warum gebe ich dieses Beispiel? Ich gebe dieses Beispiel als Warnung. Der Imam Ahmed ibn Hanbal, was hat er gesagt? Der Prophet a.s. hat vier Dinge genannt, warum eine Frau geheiratet wird. Und das gilt auch für den Mann. Er sagt wegen ihrer Schönheit, er sagt wegen ihrer Abstammung, Reichtum und so weiter. Und vor allen Dingen wegen was? Wegen ihrer Religion. Und da kommt das gleichzeitig mit dem Charakter zusammen. Das heißt, da wird auf der einen Seite Schönheit genannt, auf der anderen Seite die Religion, der Charakter. Und das sind die wichtigsten Dinge. Das sind die Hauptentscheidungsgründe bei der Heirat, die wir nehmen. Meistens. Also ich rede jetzt von den Menschen. Das heißt in erster Linie, ja, die Religion und das Aussehen. Weil, wenn die Frau schön ist, aber die hat keine Religion, das heißt, die hat keinen Akhlaq, die taugt nichts. Genauso beim Mann. Deswegen sagt der Prophet, a.s., إذا أتاكم أن تردون دينهم وخلقوا فزوجوا فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. Wenn jemand zu euch kommt mit dessen Religion und dessen Benehmen ihr zufrieden seid, so verheiratet ihn. Und wenn ihr es nicht tut, wird es zu großer Verwirrung und
Unheil auf Erden kommt. Er sagt dir nicht, wenn jemand zu euch kommt, mit dessen Aussehen ihr zufrieden seid, der gut aussieht, oder mit dessen Vermögen ihr zufrieden seid, sondern er sagt, mit dessen Religion und dessen Akhlaq ihr zufrieden seid. Weil das ist der wichtigste Punkt, weil hier muss man darauf zurückgehen, warum heirate ich? Warum heiratet man im islamischen Sinne? Im islamischen Sinne heiratet man in erster Linie, um Allah näher zu kommen. Der Prophet a.s. sagt, إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ إِسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْآخَرِ. Das heißt, wenn jemand heiratet, hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt. So soll er Allah in der anderen Hälfte fürchten. Warum hat er die Hälfte seiner Religion erfüllt? Das wird in einem anderen Hadith erklärt. Der Prophet a.s. sagt, أَكْثَرُ مَا يُتْخِرُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُّ وَالْفَرْجُ. Das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringt, ist das, was aus dem Mund kommt und die Geschlechtsteile. Das heißt, weil hiermit die Sünden gemacht werden, die Leute in die Hölle reinbringen. So. Das heißt, wenn du jetzt deine Scham, deine Keuschheit gewahrt hast, indem du deinen innerlichen Instinkt, das heißt der Instinkt, einen Partner zu haben vom anderen Geschlecht, wenn du diesen Instinkt in eine Halal-Bahn gerichtet hast, fernab von Sina oder anderen Dingen, dann bleibt nur noch der Mund. Deswegen hast du die Hälfte deiner Religion erfüllt. Das heißt, das soll das Ziel sein. Dann das, was soll das nächste Ziel der Ehe sein? Es gibt viele Ziele, ich habe darüber schon mal einen Vortrag gemacht, dass man Kinder bekommt. Der Prophet a.s. hat gesagt, تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Heiratet, denn ich will mit euch, mit der Anzahl von euch, die Anzahl der anderen Ummen am jüngsten Tag übertreffen. Deswegen ist es auch keine Einstellung, dass man heiratet mit der Einstellung, ich und meine Frau sind zwei, unser Kind sind drei und mit dem Hund sind wir zusammen vier und das ist unsere Familie. Das ist keine Einstellung. Brüder und Schwestern, ihr müsst alle versuchen, 5 bis 10 Kinder zu kriegen, inshallah. Natürlich, wenn Allah den Erfolg gibt. Subhanallah, jetzt der Sheikh Abu Saq, der hier gewesen ist, Subhanallah, der hat ja 4 Frauen. Der hat insgesamt 12 Kinder und 6 Stiefkinder. Ja? Und die anderen, wie zum Beispiel Mohammed Hussein Yaqub und Mustafa al-Adawi, die ganzen, die haben 20, 30 Kinder, Subhanallah. Musst du dir mal vorstellen, kommst du direkt mit der ganzen Fußballmannschaft an. Jaysh, gehst du durch die Straße, Jaysh, Armee hinter dir. Subhanallah. Ja, so muss normal die muslimische Familie sein. So muss normal die muslimische Familie sein. Und der Sheikh Abu Saq, wir werden das demnächst, wir haben das demnächst auf Video bei uns auf der Seite, der hat auch erzählt, wie er seine zweite, dritte, vierte Frau ausgewählt hat. Er hat zu seiner Frau gesagt, er will eine Frau heiraten, die auf jeden Fall schon geschieden ist, also keine Jungfrau mehr ist. Und die Kinder hat. Warum? Weil er gesagt hat, die Jungfrau ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Mann findet, die ist sehr groß. Aber die geschieden hat und schon Kinder hat, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und ich kann gleichzeitig dafür sorgen, dass ich diese Kinder religiös erziehe. Und dann hat er seiner Frau gesagt, mach Salat und Istikhara und dann guckst du nach mir, für mich nach einer zweiten Frau. Und da hat sie Istikhara gemacht und dann hat sie ihre beste Freundin als Zweitfrau geholt. Es geht jetzt nicht um Zweitfrau, Drittfrau und so weiter, sondern es geht um Heirat. Aber nochmal auf das Thema zurückzukommen. Das ist das Ziel der Ehe. Das heißt, dass man ein religiöses Leben führt. Und wir haben es gesehen, wenn jemand nach diesen Kriterien entscheidet, dass das jemand oft sehr stärkt. Sehr stärkt in der Religion. Weil viele Jugendliche sind weg vom Weg, weil sie einfach nicht den richtigen Partner finden. Jetzt habe ich mir angeguckt, woran liegt es? Ich habe gesagt, erstmal, weil man vorher nicht richtig sucht und nicht richtig guckt. Man sucht nicht richtig und guckt nicht richtig. Der ist einfach, der kommt aus der Jahiliya oder sie kommt aus der Jahiliya, der ist mit Hormonen zugepumpt bis unter die Schädeldecke. Ja, und dann trifft er sich mit irgendeiner Frau, fragt gar nicht, egal, wir heiraten. Dann heiratet der. Und dann auf einmal kommt das böse Erwachen oder sie. Ja, weißt du, gefällt mir doch eigentlich nicht so. Und dann die ganzen Gründe. Jetzt alle Gründe, die du siehst, das sind alles Ausreden.
Das sind alles Ausreden. Wisst ihr warum? Ich habe jetzt geguckt, einer, der hat eine Frau getroffen. Der hat eine Frau getroffen, die schon mal von vornherein überhaupt nicht zu ihm passt. Hat einmal mit ihr geredet, dann sie einmal gesehen, geheiratet. Wisst ihr, warum die sich gestritten haben? Die Frau hatte schon Kinder wegen der Kindererziehung, weil er auf einmal ohne Plan sich in die Kindererziehung ihrer Kinder einmischen wollte. Und wisst ihr, warum noch? Weil sie eine Katze hatte und der Name der Katze hat ihm nicht gefallen. Hör mal, da fällt dir doch nichts mehr zu ein, oder? Da bist du dich am Streiten wegen dem Namen der Katze. Da muss man sich einfach vorher mal informieren, wer zu einem passt. Das heißt, das ist das Problem, das äußere Problem. Dass man von vornherein nicht die richtige Einstellung zu dieser Sache hat. Ja. Nicht die richtige Einstellung zur Ehe. Und selber auch nicht die richtige Einstellung zu der Frau. Weil das Ziel soll sein, dass ich mit dieser Frau immer zusammenbleibe. Und ich sage euch eins, bei einigen Brüdern ist das leider so geworden, dass die Ehe ein Mittel zum Ausprobieren ist. Insbesondere, wenn es um konvertierte Schwestern geht. Verstehst du? Die konvertierte Schwester kann damit machen, was er will. Ja, die hat ja keine Familie hinter sich. Und dann wird die einfach mal geheiratet. Auf Probe. Braucht man nicht lange zu gucken, ist das die richtige Frau, passt das doch alles zusammen, sondern wird einfach geheiratet und dann eine Woche später wird gesagt, ach ja, weißt du was, da passt doch nicht so, wird die wieder geschieden. Es gibt Schwestern, die waren schon mit 10 Männern verheiratet, das musst du dir mal vorstellen. Wo sind wir hier gelandet? Ach ja, da siehst du, dass wir so weit vom islamischen Verständnis entfernt sind. Normalerweise, und das möchte ich mal hier sagen, das ist auch ein äußerer Einfluss, der auf die Ehe wirkt. Die Leute, die gucken zu viel gute Zeiten, schlechte Zeiten. Zu viel hier, wie heißen die ganzen Schnulzen? Ja? Anna und die Liebe. Ja, diese ganzen Schwachsinn, Anna und die Liebe und hast du nicht gesehen und was weiß ich. Guck mal, das Problem ist, Leute, ihr müsst einfach wissen, das ist alles ein Film. Da wird dann die große Liebe gezeigt. Leute, eine Beziehung, muss man von vornherein wissen, ist immer mit Problemen, hängt sie zusammen. Und die Leute denken, wenn jetzt das erste Problem kommt, oh, ja, das kann doch nicht der richtige Partner sein. Ich will ja den Traumpartner haben. Jetzt habe ich gesehen, mein Partner, der hat doch Hühneraugen an den Füßen. Ich glaube, er passt auch nicht so gut zusammen. Verstehst du? Das ist totaler Schwachsinn. Ach, man muss gucken, dass man, wie man miteinander leben kann. Man muss um eine Beziehung kämpfen. Jetzt ruft mich jemand an, ja, man will sich trennen. Weil der Mann dieses oder jenes. Das ist gar kein Trennungsgrund. Das ist eine Ausrede, ist das. Das ist eine Ausrede. Das heißt, der Mann oder die Frau ist von vornherein nicht mit der richtigen Einstellung in die Ehe gegangen. Die wollen einfach nur heiraten. Wir heiraten. Verstehst du, sie können nicht mehr abwarten. Hauptsache, komm, wen heiraten wir jetzt? Ach, da ist ein Bruder, ja, der ist doch religiös und so. Ach ja, komm, heiraten wir den mal. Bumm. Auf einmal, eine Woche später, kommt das böse Erwachen. Ja, gefällt mir doch nicht so, wie ich gedacht habe. Das ist das Problem. Man findet keinen Partner ohne Fehler. Regel Nummer 1, bevor man heiraten will, man findet keinen Partner, der perfekt ist. Okay? Findet man nicht. Findet man nicht. Das kann man sich abschreiben. Aber es wird einem heutzutage in dieser Gesellschaft so vermittelt, wenn du heiraten willst, musst du jemanden heiraten, der perfekt ist. Und sobald dann der erste Fehler kommt, kommt dann der Scheitan, weil der Scheitan kriegt einen extra Orden vom großen Scheitan, wenn er eine Ehe auseinanderbringt und sagt, hör mal, ah, vielleicht passt er doch nicht so zusammen. Dann kommen die Shayatin ins oder Jin, dann erzählt sie das ihrer Freundin. Und dann erzählt sie, ja, das kannst du dir aber nicht gefallen lassen. Und hin und her und kreuz und quer. Deswegen muss man von vornherein die richtige Einstellung zur Ehe haben. Wissen, es gibt keinen perfekten Partner. Zweitens, ich muss versuchen, mit den Fehlern zu leben. Die Kunst ist, mit den Fehlern zu leben. Und hier gebe ich mal einen großen Fehler. Und hier gebe ich mal einigen Schwestern einen Tipp.
eine Schwester einen Tipp, warum viele Ehen auseinandergehen. Viele Ehen gehen auseinander aus irgendwelchen emotionalen Ausbrüchen heraus. Das heißt, der Mann ist zum Beispiel wütend und dann eskaliert der Streit. Wenn du fragst, worum habt ihr euch gestritten? Wegen irgendeiner Mücke, die zum Elefanten gemacht worden ist. Wegen irgendeiner Mücke. Verstehst du? Ich gebe dir jetzt, und jetzt gebe ich dir das Geheimrezept, Schwester, wie du den Mann kontrollierst. Weil ich bin selber Mann, ich weiß, wie das funktioniert. So, der Mann kommt zum Beispiel rein, der beschwert sich. Ja, der hat den ganzen Tag gearbeitet, der ist sauer, schlecht gelaunt, Morgenmuffel, ja, der ist schlecht gelaunt. So, jetzt kommt der rein und sagt, boah, ey, was ist das? Hast du das Essen noch immer nicht gemacht? Ist Essen, als Beispiel. Ja? Bei dir ist vielleicht Essen immer auf dem Tisch. Ja? Jetzt kommt die falsche Reaktion der Schwester. Der hat also Feuer in sich, weil Wut ist wie Feuer. Der hat Feuer in sich und jetzt versucht die Schwester das Feuer mit dem Feuer zu besiegen. Du kannst niemals Feuer mit Feuer löschen, unmöglich. Oder Feuer mit Benzin löschen. Und die sagt dann zu ihm, ja, hör mal, weißt du, was ich überhaupt für einen schweren Tag gehabt habe? Hör mal, kannst du was bei dir? Du machst ja gar nichts im Haushalt. Und fängt an, ihn zurück anzumeckern. So, dann wird er nur noch sauerer werden. Aber glaub mir, das machen so gut wie alle Schwestern machen diesen Fehler. Anstatt den zu löschen, hast du gedacht, du kannst ihn jetzt davon überzeugen, dass er einen Fehler gemacht hat. Der ist wütend. Der hat Adrenalin bis zur Schädeldecke. Den kannst du jetzt nicht davon überzeugen, dass er im Unrecht ist. Der ist stocksauer. Das kannst du vergessen. Deswegen nützt es gar nicht, da einen auf sauer zu machen und zurückzuschießen. Ja, was willst du überhaupt von mir? Guck mal, warum? Funktioniert nicht. Wie kannst du ihn überzeugen? Indem du sagst, einfach den Wind aus den Segeln nehmen. Ja, Schatz, ich weiß, ich habe es heute einfach nicht hinbekommen. Tut mir leid. Der wird total abgekühlt werden. Und dann müsst ihr wissen, für die Frauen, die Männer, die haben einen Punkt, wo die schwach sind. Die haben alle einen Beschützerinstinkt. Da sind die leicht zu schnappen. Wenn du kommst mit dieser Tour, nicht so showmäßig, sondern musst das selber verinnerlichen. indem du den Beschützerinstinkt bei ihm wächst. Ja. Ja, Schatzi, ich brauche deine Hilfe. Ach, wenn du könntest. Und auf diese Tour, glaub es mir, sehr, ich will auch schon nicht zu viel verraten, aber es ist einfach so, damit kannst du den entwaffnen. Damit kannst du ihn runterholen. Stimmt oder habe ich recht? Ich frage euch jetzt, oder liege ich falsch? Das ist doch so, wenn du irgendwas zu meckern hast und die Frau meckert zurück, dann musst du nur noch wütender werden, oder? Dann gibt es doch zu, oder nicht? Oder liege ich, wer sagt, ich liege falsch? Wer sagt, ich liege richtig? Also du zeigst nicht auf, also liege ich falsch? Wer sagt, ich liege falsch? Keiner. Du? Nein, warte. Ja, ich spare dir deine Scherze für morgen. Deswegen, so kann man viele Sachen, weil glaubt es mir, der Satan, der wartet auf diese Situationen, wo der Mann sauer ist. Um aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Und deswegen lass das nicht zu. Lass den Satan nicht deine Ehe kaputt machen, indem du solche Sachen zulässt. Das ist einfach cool. Du kannst Feuer nicht mit Benzin löschen, unmöglich. Und das ist der Punkt. Einer der Punkte. Jetzt, wie gesagt, die Einstellung zur Ehe, habe ich gesagt, die ist falsch. Dann, dass man sich einfach nicht richtig informiert. Was kann man für Fragen stellen? Zum Beispiel, man kann Fragen stellen, vorher, im Vorfeld, zum Beispiel, was einer für Fehler hat. Wie einer auf bestimmte Situationen reagiert. Du kannst mit Schwestern reden, was zum Beispiel Scheidungsgründe sein könnten, was zum Beispiel Fehler sein könnten. Das ist der Punkt.
Und dann ist der Punkt einfach, dass man Dinge erwartet, die man nicht erwarten muss. Mich hat einmal eine Schwester angerufen, die war stocksauer. Die war kurz vor der Scheidung, glaub es mir. Wisst ihr warum? Weil sie wollte zu einer Freundin fahren und der Mann war dagegen, dass sie zu der Freundin fährt. Sie ruft mich an, sagt, ja, ich will zu der Freundin und warum nicht? Und er hat so und so und er versucht mir hier was zu bestimmen und da, 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 da. Okay, und voll am Sauer. Ich habe zu ihr gesagt, sinngemäß, ich kann mich nicht mehr genau das Gespräch erinnern. Schwester, was ist das Ziel der Ehe? Paradies zu kommen, oder? Oder? Das heißt, wenn du deinem Mann gehorchst, erreichst du dein Ziel. Was ist dein Ziel? Dich mit der Freundin zu treffen? Oh, dein Ziel, Paradies zu kommen. Das heißt, wenn du deinem Mann gehorchst und der ist sogar ungerecht zu dir, kriegst du Hass und wo ist dein Problem? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Hat sie gesagt, boah, so habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ey, jetzt ist das total leicht für mich, nicht zu der Freundin zu fahren. Warum? Weil die gläubige Frau will ins Paradies. Haben wir wieder? Da kannst du, deswegen, der Prophet a.s. sagt, Ajaban li amri al-mu'min fa inna amrahu kulluhu khair. Wunderbar ist die Lage eines Gläubigen, und alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. In asabatu sarau shakar fa kana khairna, wa in asabatu darau sabar fa kana khairna. Wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Das heißt, der Gläubige, alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. Wenn ihr eine Freude trifft, kannst du Freunden fahren. Ich gebe das jetzt als Beispiel. Ist gut, weil sie dankt Allah dafür. Und wenn eine Probe trifft, eine Härte, darf nicht zu Freunden fahren. Sabr, Geduld ist gut für sie. Und diese Einstellung muss man haben. Ja, dass die Ehe nicht eine Sache ist, wo es darum geht, seinen Kopf durchzusetzen. Und hier muss die Frau eine Sache verstehen, das sage ich ganz klar. Und das ist eigentlich ein Erfolgsrezept. Jetzt kommen wir nämlich zu, das waren eigentlich innere Einflüsse, nicht äußere Einflüsse, ein anderer Einfluss, der von draußen nämlich kommt, den wir uns von der westlichen Gesellschaft abgeguckt haben. Und ich sage das ganz klar. Und das ist der Grund, warum es zu so vielen Problemen kommt. Eine Ehe muss eine Ordnung haben. Eine Ordnung. Und es geht nicht darum, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Hier zum Beispiel, wenn du in die Schule gehst, so und der Lehrer sagt zu dir, hör mal zu, du hast heute Pausendienst. Fängst du an, mit ihm rum zu diskutieren. Wenn du über die Straße gehst und da hält dich der Polizist an und sagt, Ausweis. Wenn du im Auto fährst und die Polizei hält dich an und sagt, Führerschein. Beschwerst du dich da? Nee, weil du weißt, wir haben das Recht, dir das zu bestimmen. So. Und jetzt muss die Frau realisieren, dass in der islamischen Ehe der Mann der Führer ist. Wenn das akzeptiert ist und du das Hasanet in ihm gehörst, dann haben wir gesagt, du brauchst nur deinen Mann, du hast es so einfach ins Paradies zu kommen. Dein Mann braucht nur mit dir zufrieden zu sein. Der braucht nur mit dir zufrieden zu sein und haben oder du hast das Paradies schon so gut wie sicher. Deswegen, wofür machst du dir diesen Stress? Aber das ist alles, das was uns Frau Hannelore und so weiter erzählt, verstehst du? Ja, warum denn? Und ihr Mann soll ihn alles bestimmen. Gehorch ihm doch! Gehorch ihm doch, du kriegst Paradies. Es sei denn, der befehlt dir was, was gegen die Gesetze Allahs ist. Wenn du zu deiner Freundin fahren willst und dein Mann sagt nein, hat er dir was befohlen, was gegen die Gesetze Allahs ist? Nein. Wenn du irgendwo hingehen willst, hat er dir was befohlen? Nein. Und in den meisten Fällen, wenn eine Frau sich so verhält, dass sie von vornherein denkt, dass sie das Paradies erreichen will und von vornherein dem Mann in solchen Sachen gehorcht und nicht groß anfängt rum zu diskutieren, nachher der Mann hat so viel Vertrauen, das gebe ich. Weil oft liegt es am mangelnden Vertrauen. Das ist einfach so. Hier natürlich, was den Mann angeht, so, den Mann muss man immer wieder darauf aufmerksam machen, dass der Prophet a.s. gesagt hat, Akmalul mu'minin imanen ahsanum khulukan. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ikum. Das heißt, der Gläubige mit dem vollkommensten Iman ist der mit dem besten Benehmen.
Und der Beste von euch ist der, der am besten zu seinen Frauen ist. Das heißt, wir müssen die Männer dazu aufrufen. Deswegen sage ich zu den Männern, Achi, was bringt dir mehr? Guck mal, das sind zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, die keine Scheidungsgründe sind, aber die eine Ehe belasten. Was bringt dir mehr? Jetzt mal ganz ehrlich. Bei deinen Freunden rumzuhängen und Fernsehen zu gucken, wo du eher in Sünden fällst als alles andere, oder wenn du zu Hause gehst zu deiner Frau und spielst mit deinen Kindern. Glaub mir, fast jeder Mann, der wird dir sagen, nee, eigentlich lieber mit meinen Kindern. Eigentlich lieber mit meinen Kindern und meiner Frau. Fast jeder Mann wird dir sagen. Aber das ist auch vom Scheitan. So, aber der hängt dann den ganzen Tag rum. Den ganzen Tag hängt er im Internetshop rum und darum. Und jeder Mann, den du fragst, gibt es dort Fitner, wird er sagen, ja. Ja, ist doch klar. Weil er läuft über die Straße, dann kommt dann Jackie so und so über die Straße, mit dem Ausschnitt bis zum Knie, mit dem Saum bis zum Kinn. Verstehst du? Das ist der Punkt. Deswegen überlege dir als Mann, was bringt dir mehr? Aber auf der anderen Seite, diese ganzen Sachen. Der Mann hängt zu viel darum, der hängt zu viel darum. Das ist das. Versteht ihr? Jedes Mal gehen die Trennungen meistens so los. Irgendeine Mücke, da ist der eine nicht mehr zufrieden und der macht am Ende einen Elefanten draus und dann wird die Ehe kaputt gemacht. Da wird sich immer weiter beschwert, ja, warum bist du da, warum bist du da? Und der sagt, ja, warum machst du dies und warum machst du das? Und am Ende knallt und die streiten sich und der eine schlägt den anderen oder die Frau schlägt den Mann oder der Mann schlägt die Frau, je nachdem, oder was auch immer, oder die flippen alle total aus. Und dann auf einmal, da fragst du dich, wofür haben die sich überhaupt gestritten? Glaub es mir, guck dir mal die Ehen an, die sich geschieden haben. Das sind meistens immer, hat alles mit einer Mücke angefangen und der Satan hat es dann geschafft, aus der Mücke einen riesengroßen Elefanten zu machen, ein riesengroßes Erdbeben aus einer Brise zu machen, einen Sturm aus einer kleinen Brise zu machen und am Ende sind sie getrennt für nichts. Die Frau sowieso, umso mehr Männer die gehabt hat, ich rede jetzt nicht vom islamischen Maßstab, sondern ich rede vom Maßstab der Leute im Kopf, ja? Umso mehr Männer die gehabt hat, umso mehr sinkt ihr Wert. Ich rede nicht vom Islam. Im Islam können wir das so nicht sagen. Aber ich rede von das, wie die Leute sind. Es wird pro Mann, den sie gehabt hat, wird schwerer, einen Mann zu finden, der sie heiratet. Ah, die war schon einmal geschieden. Zweimal geschieden. Dreimal. Viermal geschieden. Nee. Verstehst du? Ist einfach so. Ist einfach so. Jahiliya-Zeiten, wer weiß. Wer weiß, wie viele Männer die in der Jahiliya-Zeit gehabt haben. Ist einfach so. Ist einfach der Fall. Das, ich rede jetzt nicht darüber, wie es sein soll, sondern ich rede darüber, wie die Realität aussieht. Das heißt, wir machen so den Leuten immer schwerer. Immer schwerer. Und ich sage an euch, ich appelliere an euch, ihr seid die Jugend von morgen. Wisst ihr, warum heute viele Ehen nicht stattfinden? Wisst ihr, warum? Weil die Eltern dagegen sind, dass der Junge, der Sohn, eine Frau heiratet, die schon geschieden ist oder die schon ein Kind hat oder was auch immer. Was soll der Schwachsinn? Leute, ihr müsst euch das merken, es wird schwer gemacht zu heiraten. Es gibt Schwestern, die sind seit 10 Jahren geschieden, die finden keinen Mann, der die heiratet. Weil nicht so, da ist vielleicht ein Mann, der die heiraten würde, aber dann kommt die Familie noch dazu und sagt, nee, du kannst ja keine Frau heiraten, die schon geschieden ist. Das sind diese ganzen Probleme, das hat jetzt eher was mit dem Heiraten selber zu tun. Jetzt kommen noch andere Einflüsse, andere äußere Einflüsse, die sehr gefährlich sind. Und das ist, dass es heutzutage eine Überlastung der Ehe gibt. Weißt du, mich oder nicht? Das ist eine. Oder der ist eine. Guck mal, die Überlastung der Ehe, die ist oft durch Filme, und durch, das heißt erstmal Serien, dann andere Filme, die ganz viel, viel härter sind. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, wovon ich rede. Und ich sage euch eins, ich sage auch jedem Jugendlichen und jedem sage ich das. Glaubt es mir, aus Erfahrung, wer sich diese Filme reinzieht, oft oder regelmäßig,
der wird zu einer Ehe nicht mehr fähig sein. Ich sage es dir. Achi, Allah hat uns nicht etwas umsonst verboten. Wer sich solche Filme auch ansieht, das heißt, ich rede von Filmen, wo alles gezeigt wird, ja, wer sich diese Filme anguckt, diese kranken Filme, glaubt es mir, ich habe es oft gesehen, diese Leute sind in den meisten Fällen nicht mehr zu ehefähig, sei es Mann oder Frau. Sei es Mann oder Frau. Entweder der kriegt eine Frau, ja, die mit ihm dieselbe Show abzieht, dann denkt er, boah, wer weiß, was die vorher schon gemacht hat. Oder der kriegt eine Frau, die ruhig ist, dann denkt er, versteht ihr? Glaubt es mir, diese Sachen machen die Ehen kaputt. Diese Sachen machen die gut. Die zweite Sache ist das, was untereinander gelabert wird. Der Prophet hat es verboten, intime Geheimnisse zu verraten. Er hat es verboten, streng verboten. Es geht keinem was an. Es geht keinem was an. Was der ist oder die ist. Jeder hat einen anderen Geschmack. Versteht ihr? Jeder hat einen anderen Geschmack. Glaubt es mir. Und es geht keinem was an, was deine Frau ist, wie die ist oder wie dein Mann ist oder was. Das sind Sachen, die absolut geheim sind, wo es eine große Sünde ist, das weiterzuerzählen. Und glaub mir, bei diesem Weitererzählen kriegen manche Leute Komplexe. Weil jeder, der was weitererzählt, der übertreibt sowieso 90%. Glaub es mir. Glaub es mir aus Erfahrung, ich weiß es. Du musst immer 90% abziehen, was dir erzählt wird. Ich gebe euch Beispiel aus Jahiliya, okay? Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Ich war mit Freunden in Urlaub gewesen. In Spanien. In einer bestimmten Stadt. In den ganzen Tagen, die waren sich den ganzen Tag nur den Kopf am Zukiffen. Verstehst du? Und deswegen, die hatten für Frauen gar keine Zeit gehabt. Weil die nur lahm waren. Weil die wissen, das ist halt so eine Droge, die die Leute halt müde macht. Danach, wie die nach Hause gekommen sind, hat jeder erzählt, er hätte so und so viele Frauen kennengelernt und mit ihnen dieses und jenes gemacht. Alles gelogen eigentlich. Ich war ja dabei gewesen. Die waren den ganzen Tag nur zugekifft. Bis zum geht nicht mehr. Was ist das? Hab ich gesagt, was ist das? Ich habe gesagt, wer ist das, oder? Nein, was ist das? Was ist das? Wer ist das? Ist das dein Kind? Ja. MashaAllah. Die will mir nicht winken. Das ist aber gemein. Wie viele Kinder hast du eigentlich jetzt, Bruder? Eins. Wieso noch? Alles unterwegs. Allah, das wollte ich hören, Alhamdulillah. Es geht also weiter, die Umma verbreitet sich. Ich habe jetzt im Juni mein drittes Kind bekommen, Alhamdulillah. Muss jetzt weitergehen. Also fünf habe ich auf jeden Fall vor. Habe ich schon früher gesagt, also 5 bis 10 Kinder möchte ich haben, inshallah. Möge Allah mir Erfolg dabei geben. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, das ist der Punkt. Es wird zu viel erzählt. Und dann kommt noch Neid dazu. Zum Beispiel, man erzählt der Freundin was von der Beziehung und die andere Freundin ist neidisch, dass die Freundin so eine gute Beziehung hat. Und dann fängt sie an, die Beziehung kaputt zu reden, indem sie irgendwelche Storys erzählt. Deswegen Ohren zumachen. Wenn man irgendeinen Tipp haben will, um die Ehe zu retten, muss man sich nicht bei den Freundinnen oder bei den Freunden den Tipp holen, sondern hol dir bei irgendeiner neutralen Person einen Tipp. Glaub es mir. Zum Beispiel, gestern bin ich angerufen worden, wie ich schon gesagt habe, da ist eine Frau kurz vor der Trennung wegen einer Mücke, wegen einem Nichts. Die ist schon ausgezogen von zu Hause. Warum? Vielleicht auch bei Freunden sie aufwärts zu erzählen, ja, weil die selber vielleicht nicht verheiratet ist und neidisch ist. Und erzählt dann, ja, wie kannst du das so zulassen? Und das würde ich nicht mitmachen, da würde ich von zu Hause ausziehen. Totaler Quatsch. Ich habe gesagt, das, was ihr habt, ist überhaupt kein Grund, sich scheiden zu lassen. Deswegen lasse andere nicht in deine Ehe reinkommen.
Erstmal 90% der Geschichten sind so kaputt. Zweitens Neid. Drittens, es wird viele Dinge werden verbreitet, die absolut.